möchtest, kannst du deins starten. Ich bin morgen schon durch, ich nehme mir nur noch den Endloot und gehe zurück abgeben. Achso, na dann warte mal kurz, ich habe hier, dann mache ich jetzt. Gehe jetzt zurück abgeben, ich habe, wie gesagt, ich konnte mich durch ein Fenster bauen und hatte da gleich mein Abholziel und den Endloot. Ach na toll, ich habe säubere das Gebiet, soll ich auf dich warten? Willst du herkommen? Ja, klar, kann ich machen, wie gesagt, ich gebe nur ab. Oh, die ist aber deutlich schneller als die anderen. Das müsste ein wilder zu mir sein. Ja, prinzipiell ist das ja gar kein Problem. Ich war halt nur ein bisschen verwirrt, weil sie halt hier im Haus war. Ja, genau, und jetzt gehst du einen Meter hoch, dann kommt das Ding runter. So, jetzt ein Steinchen. Dich repariere ich gleich. Oh Gott. Bitte hau mich nicht, bitte hau mich du nicht. Du sagst, wenn du abgegeben hast? Chrissy? Ich hab abgegeben. Gut, dann komm mal her, ich starte schon mal. Ich hab gleich noch eine neue Quest wieder angenommen. Die auch nochmal abholen, da in der Gegend irgendwie ist. Okay, also ich muss hier bleiben und das Gebiet sauber machen. Die Frage ist, wo komme ich rein? Weil ich soll ja wahrscheinlich reinkommen. Briefkästen immer durchgucken, da könnten die Zeitungen drin sein. Wie mein zum Fall. Beispiel Sperrjäger. Tobi, ja, wusstest du dich. Ja, ich habe ja auch irgendeinen Bauplan für ein elektrisches Licht oder so, den kann ich dir gleich mal geben. Ich habe dieses Nausea oder wie auch immer es ist. Es ist das ist echt nicht toll. Ach, man kann hier nicht über Wände klettern, ne? Nicht so wirklich. Ja, ich hab auch gerade. Nein, drinnen bleiben. Drinnen bleiben. Ja, komm. Ja, dann müssen wir uns wahrscheinlich erstmal einen Weg auf. Hier, nimm doch den Bauplan noch kurz. Hab ich den bei mir aus dem Inventar raus. Ja. Gut. Mach mal die Tür auf. Versuchst du jetzt schneller zu sein? Nee, aber ich weiß, dass hier der Endpunkt drin ist von dem Gebäude. Aber kein Endloot, ich muss ja das Gebiet säubern. Ja gut, aber den nimmt man ja trotzdem mit, wenn man in ein Gebäude reingeht. Ich habe das Gebäude an sich nicht gelootet, sondern nur den Endloot. So. Versiegelte Kiste, die hat... Dass die rüberspringen können, ist so unfair, ne? Super. Oh, der Freeze war nicht nett. Okay. Da fehlt ein bisschen was. Genau, du guckst da. Nahrungsmittel. Ja. Hier ist ein Kochtopf, was sehr geil ist. Hä? Da war noch ein Kochtopf, was sehr geil ist. Vielleicht mal mitgenommen. Ja. Da kommt was. Oh, ein Feuerband. Was hast du denn angezündet? Jetzt ist er aus. Meine Mama hat immer gesagt, wenn nur das Feuer austreten. Ja. Mama war eine weise Frau. Er ist ja auch so, ne? Der hat halt nur mal gekokelt und haben wir halt, konnten nicht drauftreten, weil er geht im Spiel ja drauf gehauen. Ich hab da kommt was. Ja, warte, ich muss mal ausgehen. Komm, au! Schmerz. War ich von euch. Wie
Scheiße, nicht. Auf, 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 auf. Ich hab Schürfwunden für die nächsten 29 Minuten. Hast du irgendwas zum Bandagen vielleicht? Nee. Oh, ich bin auch nahrungstechnisch wieder sehr gut unterwegs. Ich muss mal anfangen, mich zu heilen hier. Wenn die Gesundheit unter 50% sinkt, wird alle 5 Sekunden ein Gesundheitspunkt gewonnen. Was hast du denn da Feines? Das ist ein Mod. Das klingt ja so, als ob ich das gern haben möchte. Katzenfutterdose. Soll ich die nehmen? Ja, komm. Also. Oh, ich habe eine selbstgebaute Pistole. Das macht Sachen einfacher. Rezept. Ich hab einen Bauplan für einen Mod gefunden, den ich vom Händler bekommen habe. Oh. Ich habe ein Rezept für Öl. Tobi, gehst du auf Beweglichkeit? Keine Ahnung. Ehrlich gesagt. Ich habe eine Brille, die macht plus einen Beweglichkeit. Ich meine, prinzipiell, dass ich mit Speere rumrenne, ja. Krabbeln wir mal in die Toilette rein. Oh, nee, ne? Dachte jetzt über uns irgendwas. Warum? Ah, so ein scheiß Vogel. Aber ich habe ihn zerlegt, glücklicherweise. Ah, die Vögel sind scheiße. Vor allem, wenn du nicht mit rechnest. So, ich glaube, dann habe ich das Haus hier auch gelootet, ja. Ja, wir da haben war irgendwo... Ich, da war ich, da hab ich auch raus. Da irgendwo war ich auch. Ist noch was. Noch ein Zombie. Ja, ja. So. Also ich hab noch, dass ich noch... Ja, kann auch sein, dass in der Scheune vielleicht noch einer ist. Auf der Scheune, aber hier oben ist auch noch eine verschlossene Tür, also guck ich da nochmal rein. Hallo? Hm, sieht nicht so aus, aber ich geh trotzdem mal rein. In der Scheune ist jetzt nicht. Ich guck gleich mal, ob dass ich irgendwie aufs Dach komme und dann, vielleicht mal mir so ein Überblick. Ah! Ich hör's. Ich weiß, was es war. Es war auch so ein Geier. Achso. Der kam nämlich gerade, als ich auf der Scheune war. Ja, aber... Noch immer nicht. Noch immer nicht. Hier geht's auch in den Dachboden. Oh nee, Dachboden sind immer so... Ach, bleib doch mal stehen. Ich höre ihn schon, ich höre ihn schon. Wo ist er denn? Jo, so knapp daneben. Oh shit, oh shit. Ey, oh, da ist es fertig. Ich wollte gerade fragen, ob du klarkommst, Tobi. Das hört sich nicht danach an. 11 Leben. Oh, das ist weniger als ich hab. Ich dachte, ich bin schon knapp dran. Ist das so eine clevere Idee, hier irgendwie runterzuspringen? Ich glaube. Aber ich hab einen Grill dabei, also ich weiß ja nicht, einer von euch geht ja auf Chefkoch. Hab ich schon gescannt. Ey, ich wollte gerade sagen, dann wäre es nice, wenn du mir gleich mal ein bisschen was zu essen machen könntest. Auf da dem... Da kriegt man ja auch mal ein bisschen Gesundheit. Ja. Auf so, dem Ding ist noch eine Tante, aber die zählt wohl nicht rein. Nehmen wir jetzt auch gleich die nächste Aufgabe an? Ich habe schon die nächste Aufgabe angenommen. Ich habe Philipp bloß gerade bei seiner geholfen. Ja. Okay. Irgendwo im Süden, ne? Wir kommen gerade zum Händler zurück, also 150 Meter. Ja, lassen wir erstmal zurück. Ich leere mich auch mal aus in der Base. Ja, das mache ich jetzt auch. Wenn wir nämlich gut sind, können wir am ersten Tag noch so drei, also insgesamt drei Quests schaffen. Ich glaube, mehr. Okay. Oh, eine schaffen wir hier noch, aber. Ja, ich je nachdem. Ich, also, ich hatte an meinem Solo-Playthrough in so einer Stadt. Sag ich mal. Au, das war, ja. Wie hast du das hingekriegt? Ich bin in eine Falle gelaufen. Ich bin in eine Falle vor dem Händler gelaufen. Ich habe sie gesehen, bin drauf zugerannt und bin weitergerannt. Naja. Dummheit und so. Ja, wenn Dummheit wehtut, dann stirbt man. So, okay.
Ja, den Grill. Ah, kann ich gar nicht mehr reinpacken. Gut. Da bist du dran. Warum haben wir eigentlich noch nicht den Briefkasten vor der Haustür geleert? Hoppla. So, wer von uns ist irgendwann dazu in der Lage, mal ein paar Armbrüste zu machen? Ich glaube, Waffen war immer dein Ding. Waffen. Ja, das ist halt die Frage, wer das Ding hat bastelt, ne? Bogenschießen, bla bla bla. State your business. Diesen einzelnen Bogen und sowas in der Kiste zerlege ich mal alles, ne? Ja, mach das. Totengräber-Mod? Für die Schaufel, 15% mehr Schaden gegen Erde. Oder? Ja, das ist halt die Frage, wer uns nachher in die Mine geht. Oder Kaffee. Bergbauarbeiter leben praktisch von Kaffee, also 10% mehr Erze, wenn du unter Kaffee stehst. Das auf jeden Fall. Ja? Ja, weil Kaffee ist auch für die Ausdauer gut und mit Ausdauer hast du sowieso zu tun, wenn du nachher runtergehst. Okay. Chrissy, welche Richtung hattest du angenommen? Ja, wieder südwestlich, ich war nur ein paar Meter weiter von da. Okay, generell, ja, Bergbausachen sind für unseren Chefkoch. Okay. Unser Chefkoch ist nachher auch Bergbautyp. Ich hab ein Level up. Ich hab 5 Fertigkeitspunkte bekommen. What the fuck? Ja, das ist am Anfang, weil du ja dann auch. Haben wir hier schon Feuer? Irgendwo? Noch nicht. Bring die Vorräte zurück. Also meins ist in 60 Meter oder so. Also von uns aus gesehen. Komm ich hier rüber? Ja, komm erstmal einmal zur Base. Bogen schießen. Ach guck mal, ich bin nicht mehr infiziert. Schießen. Die müsstest du doch dann hier mit drin sein und da. Beweglichkeit. Ich habe ein Band Bogenschießen und einmal Speerjäger. Nicht hier beides. Ich werde Gelände Fahrzeugscheinwerfer Mod gleich wieder lernen. Was ist das? Kunst des Bergbaus. Wer möchte das? Achso, Chrissy, ne? Hier. Anscheinend. Nein! Ach, schade. Bis eben hat er gehalten. Der Speerjäger, Bogenschießranger, Kunst des Bergbaus. Rezeptöl nehme ich dann mal. Ich habe ja scheinbar alles fürs Auto gemacht schon bis jetzt. Na, geh doch darüber. Kann die erstmal nur verkohltes Wildbret machen, weil für gegrilltes Fleisch brauchen wir noch einen Kochgrill. Den Grill habe ich. Dann pack den mal da rein. Wo ist denn unser Feuer überhaupt? Hier, auf so einem Schrank habe ich das. Hier ist noch ein Penner-Eintopf, wenn jemand richtig Hunger hat. Ja, naja, den würde ich halt noch aufgeben. Ist halt noch nicht nötig. Ja, 2 leere Wasserkrüge, ein Bier ist noch da. Habt ihr hier schon irgendeine Sortierung oder? Nein, noch gar nicht. Bin okay. Auch gerade dabei, mal ein paar Sachen zu verschrotten, um hier ein bisschen Platz zu machen. So typischen Sachen, die wir nicht unbedingt brauchen. So, da drin kochen dann schon mal 8 gegrillte Fleische. Okay. Fleisch. Ein Ei habe ich auch mit drin gehabt, ne? Also. Ah. Ja, ein Ei bringt uns nichts. Achso. Was brauchten wir für Speck und Dingsbums? 2 Eier und 5 Fleisch. Eiserne Feuer. Oh, das war der falsche Knopf. Das war auch wieder der falsche Knopf. Super, Philipp. Warte mal, eigentlich kann man ja mal ganz kurz gucken, wie viel man gesteckt kriegt. Aber da ist gerade noch jemand dran. Ne? Ich hab mir mal die 6 Muni für die Pistole genommen, weil ich schon eine hab. Ich habe auch eine Pistole, aber ist okay. Ja, es ist einfach nur dabei haben, falls es irgendwie mal brenzlig wird. Ja. Ich meinte wegen, weil ich schon eine hab. So. Ich weiß gar nicht, was meine Pistole überhaupt schluckt, habe ich gar nicht drauf geachtet. Sehe ich das irgendwo? 9mm. Nehme ich mir auch mal 8 Schuss davon mit. Philipp, hast du was dagegen? Hast du auch eine Pistole? Ich hab einen Stock. Dann hast du offiziell kein Stimmrecht.
Das gefällt mir. Jo. Oh, wir haben schon Motor. Schön. Genau, einmal Flaschen mit Säure, auch wichtig. Kannst du mich sehen? Deine Brille, Alter. Schick. 5 Gesundheit macht das Ding. Ja gut, aber es muss ich sowieso. Oh, ja genau, Tobi, gehst du nun auf Beweglichkeit oder was ist dein Hauptattribut? Ich würde gehen auf Beweglichkeit und Wahrnehmung. Ja, dann kannst du die Brille haben, dann hast du schon mal plus 1 Beweglichkeit. Cool. So, ich würde den jetzt aber auch nochmal los, damit wir wenigstens alle eine festschalten. Ja, ja, ja. Ich muss meine bloß abholen, meine ist hier vor der Ecke. Habt ihr euch jetzt schon Questen geholt? Ja, ja. Südwestlich. Südwestlich. Mhm. Entfernung? Na, ich stehe jetzt bei meiner. Muss sich denn aber jemand auch noch um vielleicht Essen anbauen zu kümmern, ne? Weil ich muss ja, wenn ich Backboy jetzt skillen soll und das Essen zubereiten, das sind ja schon 2 Skill-Dinger in dem einen. Muss ich ja dann noch erstmal hinkommen. Ja, keine Ahnung, also ich kann auch irgendwas... Leben vom Land lohnt sich halt wirklich erst, wenn du das komplett ausgeskillt hast. Ich kann halt auch, ja, keine Ahnung, Beweglichkeit habe ich halt nichts drin, was auch für euch irgendwie sinnvoll ist. Das ist halt irgendwie doof. Wahrnehmung habe ich auch nicht, dass ich etwas bringe, außer dass ich halt gut im Schlösserknacken bin. Und halt so Sachen wie glücklicher Sammler, Schatzsucher, Altstoffsammler. Ich kann dann halt looten. Nein, 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 geh weg da! Wenn ich irgendwelche Vorschläge habe, was ich geben soll, immer her damit. So, also ich habe halt südlich 200 oder 300 Meter entfernt, westlich 335, südwestlich 400 Meter entfernt. Oh Gott. Und nochmal südwestlich 450. Südwestlich ganz schön weit weg, um ehrlich zu sein. Wir sind alle weit weg. Unter 300 Meter ist ja nichts. Also, ja, ich kann euch auch einfach bei euren Sachen helfen und dann. Ich hab meins fertig, ich geh jetzt abgeben. Ich kann auch Chrissy bei seinem helfen. Ja, wir können ja deinen südwestlichen Nummer ruhig an. Machen wir den trotzdem. Den 350er. Ja, den geringeren von beiden. Es gibt halt noch einen südlichen mit 300, ne? Der ist halt nochmal ein bisschen näher dran. Ja, sonst nehmen wir den. Ah, 400 ist der geringste südwestliche. Ach so. Und dann südlich mit 300. Eure Entscheidung. Warte mal, Schlagmann. Ja, ich mach meine hier auch alleine, wie gesagt. Schlagmann, lerne deinen Schläger richtig zu pflegen und er wird dir eine lange... Achso, Knüppel und Schläger nutzen sich 20% langsam ab, wäre für mich ganz gut. Jo, das nehme ich. Oder 67,6 Rohmunition. So. Ich dachte, das hast du jetzt so gefunden. Nee, dann nimm auch meinetwegen die Munition, aber... Wenn du das ich nehme das gerne. Ich nehme gerne den Band, ja. Hast du irgendwelche Aufgaben für mich? Und nimm auch ruhig noch eine an. Südlich, ist ja nicht, müssen wir ja nicht direkt machen. Ja. So über das Gebiet südlich. Also Tobi nimm mal südlich an, wenn das dichter ist. Ja. Ich glaube, ich renne schon wieder zu viel. Ja, habe ich auch mitbekommen. Das ist halt dieser Punkt, alleine hatte ich da nie so das Problem, aber mit euch zusammen verbrauchen wir zu dritt doch mehr Essen. Ja. Willst du, sagte er und rennt trotzdem weiter, willst du deinen Schlagmann behalten? Oder soll ich den jetzt machen? Nee, ich nehme Knüppel. Nee, ich habe ja auch. Nee, das ist was anderes. Oder stand der Knüppel und Schlagstock für den? Für das Buch. Da steht Schläger und Knüppel. Ja, Schläger ist eine Sache, die ich craften kann. Baseballschläger, das ist jetzt, glaube ich, nicht das, was du hast. Ja gut, das, was ich habe, ist ein Schockstab. Ja, siehst du?
Das ist nochmal eine Unterkategorie. Naja, dann gebe ich dir das. Stockstäbe kannst du aber auch craften, ist halt nur ein bisschen weiter hinten in der Leiste. Müsste aber, glaube ich, auch bei Philipp seiner Intelligenzleiste mit drin sein. Ja, ja. Beim Schockstab ist da ja bei ihm mit drin. Tobi? Wo bist du? Ja. Ja, auf dem Weg zu meiner Quest. Ihr habt gesagt, ich soll die annehmen, dann mache ich das jetzt auch hin. Weil so viel Zeit haben wir ja auch nicht mehr. Ja, ist richtig. Ist halt wieder von Gebiet befreien, also da wäre halt Hilfe auf jeden Fall auch gerne. So, da habe ich auch Treffer. So, Quest angenommen. Quest an sich fertig, ich will hier nur noch den Endloot aus dem Haus mitnehmen. Okay, ich muss auch ein Haus sauber machen. Oh, ich will da nicht rein. Nimm den Geheimweg. Oh, hier ist ein Tresor. Da sitzt schon mal eine und da liegt eine. Auf dem Kopf. Auf dem Kopf. Auf dem Kopf. Nochmal drauf. Nochmal nehmen. Das ist schlecht. Ich fall hier das doch war wieder daneben, irgendwo das ist runter noch und derb dann. Das ist gegen die Wand gewesen, das war. Ich stelle mich gerade an wie der erste Bleppo. Okay. Nachdem ich mich jetzt ganz schlecht angestellt habe, habe ich es dann hingekriegt, die erste zu legen. Aber hier ist Mais. Oh, das sind zwei. Und schon wird's nicht mehr witzig. Okay, die ist deutlich schneller. Die ist deutlich mehr Schaden. Wo rennt er denn jetzt hin? Oh Gott. Hab ich jetzt in die Ecke gepackt? Ich hab glaube ich gerade Blutung. Holy hell, das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Okay, alles wieder schick. Mit 28 Leben geht's wieder rein. Einmal hat er mich doch noch getroffen. Schweinehund. So, hier ist einmal. Ah, Munition. Nett. Verschlossene Tür lassen wir so. Kann man hier hoch? Ne, kann man nicht. Die Pflanzen nehme ich mal mit. Was hier? Gehst du jetzt zu Philipp oder? Nee, ich habe mich dafür entschieden, den Tresor hier aufzukloppen. Ich habe ja eine Spitzhacke dabei. Damit geht das relativ gut. Ich habe ein schönes Gewächshaus, das ich säubern muss. Da kriege ich gerade richtige Pflanzen mit. Also für danach dann gar nicht mal so schlecht. Naja, behalt die Uhr im Auge, wir haben jetzt nur noch knappe 2 Stunden, ne? Bis 21.30 Uhr können wir dann die Quests abgeben. Ja, das ist ja, das Annehmen ist ja eine Sache, aber... Ja. Muss ja dann auch fertig sein damit, das sehe ich bei mir noch nicht. Nee, du kannst sie auch annehmen und dann hast du sie einfach erstmal. Ist nicht schlimm. Ja. Ja, aber ich würde halt gerne hier noch mit dem Haus fertig werden. Das meine ich damit. Au. Oh, nicht gut. Nicht gut. Oh, bin ich runtergefallen. Oh, 6 Leben. So. Wie regeneriere ich Leben? Essen oder halt Heilungs-Items. Goldrutentee, ist das so ein Heilungs-Item? Nee. Wenn das da steht. Ich hab grad nochmal den gleichen Mod in dem Tresor gefunden, den ich auch hab. Dass wenn du unter 50% bist, du... Das war so klar. ...alle 5 Sekunden eine Gesundheit regenerierst.
Ja, den könnte ich gut gebrauchen gerade. Dann beweg dich wo ist mal denn hier mal? Richtung, bitte. Ne, ich kann nicht. Ist mir das jetzt. Okay. Ich hol doch nicht den Endloot. Warum nicht? Da kamen gerade so 5 Zombies vom Dachboden da hinten. Da dachte ich mir gerade so, ne! Philipp, du wirst dich da wohl hier draußen bewegen können. Zombies können wir noch dodgen. Ich hab's geschafft. Ich hatte 6 Leben und ich musste noch einen Zombie machen und ich hab's geschafft. Ich renne zurück. Komm zum Händler. Ja, ich werde auch nicht mehr nochmal looten oder so. Das ist jetzt hier straight away back home. Mei, da war ich doch ein bisschen angespannt eben. Also Fenster. Irrelevant, irrelevant, irrelevant. Chrissy, ich hab mal von dem Mythos gehört, hinter Bildern ist manchmal irgendwie Loot. Ja. Ja. Also ist da was dran, sagst du. Mhm. Ich hab ja hinter dem einen Bild eben da gerade auch den Tresor gefunden. Achso. Aber ich muss ja sagen, als wir das erste Mal gespielt haben, sie war süßer als er. Ich mein. Ja. Philipp, wolltest du nicht eigentlich nicht mehr rein? Ach ja. Hast du mich gerade. Wo bist du denn? Ach da. What's your problem? Ich hab meine Augen und Ohren überall. Wie komme ich jetzt hier raus? Hell, Licht, Monster. Oder halt, Alter, der hört nur nicht auf zu reden! Ich kann nichts mehr verstehen, das ist viel zu lang. Wir könnten ein Zweierscope nehmen. Warte mal, ich hab noch, nicht gerade einen Raketenwerfer, aber Sprengpfeile. Oder Helmlichtmod. Ich würde einen Helmlichtmod nehmen. Okay. Also, ich könnte ein Zweierscope nehmen oder, ein Mod, der nochmal 10% mehr Chance auf Bluten hat, aber darauf geht keiner, ne? So Messer, Machete, das habe ich halt bei mir in der Beweglichkeit mit drin, aber ich glaube auch nicht, dass ich auf Macheten gehe, aber ich weiß es nicht. Ich habe mit Macheten noch nicht gespielt, ich werde es versuchen. Aber ich denke mal, der Zweierscope ist erstmal universeller, ne? Für uns. Wenn einer halt auf Scharfschütze geht? Ist ja nur ein Zweier, kannst du das Achterscope, also. Das kannst du ja, wird auf Feuerwaffen, Armbrust und Armbrust installiert, also könntest du auch auf eine Armbrust nehmen. Nimm mal erstmal das Fire-Scope. So, vielleicht will ich das mal ein eigenes Inventar sehen. You don't buy something next time, I'll shoot you. Hast du irgendwelche Aufgaben? Das ist immer noch so laut. 3 Minuten noch. 2 Minuten noch. Die 3 Minuten noch. Eine Minute noch? Ah ne, Quatsch, es ist ja 21:30. Ja. Kunst des Bergbaus oder Nadel und Faden? Hiermit kann ich Kleidung machen, ist schon mal useless, also nehmen wir den. Aber warte mal, Kaffee, Bergbauarbeiter leben praktisch schon Kaffee, hatten wir schon einmal, oder? Ja. Ja, aber Nadel und Faden macht halt auch keinen Sinn. Beinkleider, findest du deine Hose nicht? Kein Problem, wir sind für dich da. Lies dieses Buch und nähe deine eigenen Denim-Jeans, Röcke und Overalls. Overalls. Macht das Sinn? Ja, musst du wissen. Just get the fuck out of here! Er hat zumindest nur unter dem. Ja, gut, nehmen wir einfach mal mit. Vielleicht ist da was Nützliches dabei. Ja. Weiß man. So. Ich sag also, wofür geben wir unser Geld bei ihm aus? Wollen wir da erstmal Essen für kaufen? Oder. Oh, hier hat aber nicht richtig gut gelootet. Ihr habt die nächsten Aufgaben schon angenommen? Wo rennt ihr jetzt als nächstes hin? Ich hab noch nichts angenommen. Irgendwas mit. Richtung. Ja, Süd-Südwest hätte ich eine Aufgabe. Okay. Aber das würde ich jetzt halt auch nur noch zu zweit machen, weil jetzt wird's nachher Nacht und. In der Nacht gehe ich da auf jeden Fall nicht hin, da verrecke ich. Auch nicht, ich hab Südost nochmal mit 400 Meter. Dann nehme ich. Ja, ne, Südost, ich bin Südwest mit 400 Metern, also ja.